Hallo zusammen, der Flight Recorder in unserem Interface Snooper Plus von der WOW, eine absolute Diagnose-Highlight-Funktion. Heute mal kurz erklärt in 15 Minuten. Das Thema dran ist, viele haben ihn bestimmt schon mal gehört oder gesehen. Viele haben vielleicht sogar schon mal diesen Record-Button hinten drauf gesehen auf dem Snooper Plus. Die wenigsten werden leider mit bis jetzt gearbeitet haben, weil sie einfach vielleicht ein bisschen Angst haben, dort ranzugehen und das Ganze es noch nie gezeigt bekommen haben, wie es richtig funktioniert. Auch das kann natürlich sein. Dem wollen wir heute Abhilfe schaffen und damit werden wir uns heute die 15 Minuten im Livestream beschäftigen. Vorneweg nochmal herzliches Willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Björn Schleifer, ich bin Produkttrainer bei der WOW und möchte ganz kurz nochmal das Format auch vorstellen, das wir hier haben. Wir werden in regelmäßigen Abständen diese Livestreams jetzt über YouTube immer machen. Wir werden euch versuchen, in dem Zuge ein bisschen zum Thema Produkttraining abzuholen, neue Informationen, was haben wir im Bereich unseres Produktportfolios anzubieten. Das heißt, was haben wir im Bereich Diagnose, was haben wir im Bereich Klimaservice, aber auch zum Thema Emission, Abgasstationen, was gibt es dort für interessante Themen. Das ist ein Portal auch für euch auf jeden Fall als Zuschauer draußen. Deswegen auch hier gleich mal der Aufruf nochmal dazu. Wenn ihr interessante Themen habt, wenn ihr was habt, was ihr unbedingt sehen möchtet, dann schreibt uns das bitte gerne in die Kommentare mit rein. Gebt uns dort Bescheid, was für euch ein interessantes Thema wäre, was in 15 Minuten reinpasst. Und dann nehmen wir das gerne mit auf und werden darüber natürlich dann für euch auch gerne einen Livestream machen. Generell, wenn es euch interessieren sollte, auch das schon mal vorneweg, abonniert unseren Kanal, abonniert den WOW-Kanal von uns. Dort gibt es mehr wie Livestreams, wir stellen auch Produktvideos mit ein dort, wir haben Anwendungsvideos mit drin, wir haben Neuerungen von den Produkten dort immer mit drin stehen. Macht diese Erinnerungsglocke mit an, dann bekommt ihr automatisch die Hinweise auch, wenn es neue Videos geben sollte oder neue Livestreams. Und natürlich aber erst am Ende, wenn es euch gefallen haben sollte, würden wir uns dann auch über einen Daumen hoch freuen dazu. Und ganz wichtig, sagt es anderen Werkstätten weiter, anderen Leuten weiter, wenn es euch gefallen hat, damit die das dann eben auch sich mal angucken können. So viel zum Organisatorischen. Jetzt steigen wir ein. Snooper Plus, unser Herzstück der Diagnose und auch der Abgasuntersuchung, ganz klar, bestückt mit dem Flight Recorder, also mit einer internen Datenaufzeichnung, haben wir seit der Generation Snooper Plus eben mit drin, seit vielen, vielen Jahren schon. Wir arbeiten hier mit einer internen Speicherkarte mit 8 GB in der aktuellen Ausführung und können hiermit im Prinzip mobil, ohne dass wir unser Laptop, Tablet oder unseren PC benötigen, Daten vom Fahrzeug während der Probefahrt zum Beispiel aufzeichnen. Das bedeutet, ich brauche keine zweite Person dazu, die mitfährt. Ich muss mir den Rechner nicht irgendwie auf die Füße stellen und dort gefährlich durch die Gegend fahren. Alles, was ich benötige, ist mein Interface. Ich muss das anschließen, einmal den Record-Button drücken, kann dort dann Speichervorgänge vornehmen, Aufzeichnungen vornehmen. Wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns gleich am Fahrzeug selber dann an. Ein Snooper Plus habe ich schon mal angeschlossen am Fahrzeug, den solltet ihr jetzt auch sehen. Das heißt, das Anschließen, die Lokalisierung vom Diagnoseanschluss werden wir heute nicht mehr besprechen. Genauso wenig wie die Fahrzeugauswahl haben wir schon in anderen Videos mit drin. Oder gehen wir dann, wie gesagt, wenn ihr einen Wunsch danach habt, auch gerne in einem anderen Video nochmal drauf ein. Wichtig zum Verstehen, was kann er und was kann er nicht bei der mobilen Datenaufzeichnung? Wir können immer aus einem Steuergerät heraus die Daten aufzeichnen. Das bedeutet, in unserem Fall heute, wir werden aus der Motorsteuerung Daten aufzeichnen. Wir können aber nicht gleichzeitig aus zwei oder mehreren Steuergeräten die Daten auslesen, also nicht aus Motor, Airbag, ESP etc. gleichzeitig, weil wir immer nur mit einem Steuergerät zur gleichen Zeit kommunizieren können. Des Weiteren, und das steht aber auch in den Hilfetexten immer mit drin, kann es vereinzelt vorkommen, wenn wir solche Datenaufzeichnungen machen, bei sicherheitsrelevanten Steuergeräten, dass dort nicht alle Daten, die wir in der Datenliste ausgewählt haben, während der Fahrt zur Verfügung stehen. Das liegt dann aber am Fahrzeug, weil einfach diese Daten während der Fahrt sicherheitsrelevant gesperrt werden. Es ist die Ausnahme, ich möchte es nur erwähnt haben dazu. Soviel zum Interface selber. Wie funktioniert nun das Aufspielen? Dazu gucken wir mal direkt in die Diagnose rein. Dafür habe ich mir heute mal den IQ 350 von uns genommen. Fahrzeug ist schon ausgewählt. Wir gehen jetzt einmal direkt in die Diagnose rein, schalten dazu natürlich die Zündung am Fahrzeug an und gehen direkt in den Reiter der Datenlisten und der Datenlistenauswahl. Jetzt habt ihr links dazu, müsstet ihr den Snooper Plus sehen, der ist in Verbindung tritt mit dem IQ 350.
Ihr habt jetzt eine riesige Datenliste im Bereich der Motorsteuerung und könnt euch jetzt über verschiedenste Arten im Prinzip die Punkte auswählen, die ihr haben möchtet. Entweder durchs Anklicken oder hier oben durch Eintragen des entsprechenden Wortes, was ihr haben wollt. Die nehmen uns gleich mal, die Gaspedalsensoren. Oder direkt über die Einheit selber, die Umdrehung pro Minute, nehmen wir uns noch den Motorlauf dazu. Und last but not least, dann haben wir mal vier Werte, noch eine Herzangabe, weil wir hier einen frequenzgesteuerten Luftmassenmesser haben. Gehen dann auf Anzeigen, bekommen jetzt hier alle vier Werte einmal aufgeführt von der Diagnose her. Ihr seht, es steht alles noch bei 0, Motor läuft auch nicht und haben jetzt diesen Punkt mit Flight Recorder. Wir klicken einmal drauf, bekommen den Hinweistext, dass alle Daten auf dem Flight Recorder selber jetzt einmal gelöscht werden. Das heißt, diese Speicherkarte innen drin wird einmal leer gemacht. Im zweiten Schritt dann, nachdem die Karte wieder auf 0 gesetzt worden ist, können wir dann unsere Daten auf den Flight Recorder, auf das Interface übertragen. Auch hier leuchtet das Novo Plus dazu wieder blau, um einfach die Kommunikation zwischen Interface und PC, Laptop, Tablet darzustellen, visuell darzustellen. Und dann kommen wir zu einem sehr entscheidenden Punkt dabei. Dieses Alleinstellungsmerkmal möchte ich schon fast nennen. Wenn wir jetzt die Daten drauf haben, erfolgreich durchgeführt, die Operation, wir beenden hier die Diagnose. Der Snooper selber meldet sich ab, wird wieder weiß. Und unser Gerät hier ist wieder voll einsatzfähig. Entweder mit einem zweiten Interface oder als Lieferant von technischen Daten. Das heißt, während der eine Kollege jetzt die Probefahrt macht, kann der zweite schon mal Schaltpläne aufrufen, Wartungspläne aufrufen, technische Daten aufrufen, sich Prüfwerte schon mal angucken dazu, etc. Komplett, das System selber kann eigenständig weiterverwendet werden, ohne dass der Snooper dafür benötigt wird. Und andersrum genauso, wir können jetzt direkt mit dem Snooper am Fahrzeug arbeiten, ohne dass wir unsere Gerätschaft dafür brauchen. Und das machen wir jetzt auch. Das heißt, ich lasse einmal das Gerät liegen, gehe ins Fahrzeug rüber, nehme mir den einmal mit rein, so, dann hoffe ich, dass man mich hier auch schön sehen kann. Wir haben hier hinten diesen kleinen Record-Button mit dran am Snooper Plus. Ich starte jetzt einmal den Motor und starte dann die Datenaufzeichnung. Ich hebe es jetzt mal bewusst ein bisschen, wenn mir das Mikrofon rennt, dann müssten wir die Melodie dazu auch hören. Das ist die Bestätigung, dass er zum Arbeiten anfängt jetzt. Er leuchtet jetzt auch gelb, wechselt jetzt in ein gelb rotierendes Licht. Das zeigt uns, die Aufnahme hat jetzt gestartet. Und jetzt gebe ich einfach mal zwei, drei Gasstöße rein, um zu sehen, dass hier eine Veränderung von den Datenlisten dann nachher stattfindet. Jetzt stellen wir uns genau an diesem Punkt vor, wir wären jetzt schon 10, 15, 20 Minuten unterwegs im Fahrzeug, hätten noch keinen Fehler festgestellt und just in dem Moment jetzt kommt dieser Fehler. Dann muss ich mir natürlich die ganze Aufzeichnung vorneweg nicht alles anschauen. Das würde ermüdend sein, das würde einfach viel zu lang dauern, auch bei längeren Probefahrten. Wir gehen hier einfach her und drücken kurz hinten einmal auf diesen Record-Button und setzen uns damit auf der Zeitachse eine Markierung rein. Ich gebe nochmal zwei Gasstöße rein und drücke kurz dann den Knopf dazu. Ich mache es nochmal, und zwar am Mikrofon dran, dann hört ihr dieses Piepsen vielleicht auch dazu. Damit sind die Markierungen gesetzt. Ich würde es hier beenden, das Ganze, und dann schauen wir uns das am Rechner selber einmal an. Zum Beenden, Record-Button wieder lang drücken. Er meldet sich mit dem Piepsen ab, wechselt die Farbe wieder auf weiß, und somit ist die Aufzeichnung jetzt hier drauf gespeichert. Fahrzeug aus, und wir nehmen uns den Snooper Plus mit an unsere Arbeitsstation. Ich hänge ihn direkt mal hier vorne daneben. Was ich hiermit nämlich noch zeigen möchte, wir benötigen dafür nicht zwingend ein Fahrzeug. Das Einzige, was wir benötigen, ist eine Spannungsversorgung für unser Snooper Plus in Form von 12 Volt. Dafür gibt es schöne Ladegeräte mit passendem OBD-Stecker vorne dran, wo ich einfach den Snooper, das Interface, direkt anstecken kann. Ihr seht, er leuchtet es wieder weiß. Perfekt natürlich für jedes Meisterbüro, Werkstattbüro, für jeden Werkstattarbeitsplatz, wo ich dann eben den Kunden selber zum Beispiel wieder losschicken kann und sagen kann, ich werte deine Daten jetzt aus, ich gucke mir die später dann mal
Dann einfach gebt ihr Bescheid und dann kommst du wieder zu mir in die Werkstatt und dann können wir diesen Fall angehen und das Auto dann eben reparieren. Wir haben oben in der Mitte diese kleine Toolbox, diese Werkzeugkiste. Ich klicke dort einmal drauf, öffne dann den Flight Recorder und habe dann unten links den Punkt mit Laden und kann mir jetzt direkt vom Snooper Plus die Daten rüberladen. Er bekommt es einmal kurz, gibt es einmal kurz den Hinweis, dass das Interface mit Spannung versorgt sein muss. Das haben wir hier ja. Verbindung sieht man auch, da wir eben die blaue Anzeige wieder haben. Er lädt es einmal die Daten kurz runter vom Snooper Plus, lädt sie bei uns schon mal hier rein, zeigt uns an, was für Aufnahmen dort gespeichert sind von der Session her. Und dann können wir die auswählen, sehen auch ganz genau, wohin diese Daten gehören, also welches Fahrzeug haben wir gemacht, welches System haben wir dabei ausgelesen bei dem Ganzen, können uns das dann auswählen und dann direkt auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Dauert noch einen kleinen Moment. So, dann kommen jetzt die Daten. Wir haben hier eine Aufzeichnung drauf von unserem Mondeo, der hier vorhin mit drin stand, haben dort die vier Werte mit dem Gaspedalpositionssensor 1 und 2, die Umdrehungen pro Minute, also die Motordrehzahl und den Luftmassensensor. Wählen uns das einmal aus und gehen auf Anzeigen. Daten werden jetzt wieder abgeholt vom Snooper Plus, erleuchtet wieder blau und sind jetzt eingespielt. Ihr seht, die ersten zwei werden direkt angezeigt. Wir wählen uns die Nummer 3 und die Nummer 4 wählen wir uns auch noch mit aus. Ihr seht, die Liste wird jetzt ein bisschen größer. Die Werte stehen alle untereinander. Ihr könnt aber auch direkt unten rechts über diese verschiedenen Diagrammdarstellungen, die dort zu sehen sind, die Darstellung selber verändern. Wir können hier einmal auf die Darstellung nebeneinander gehen. Das ist so mein Favorite bei dem Ganzen. Und dann sehen wir hier ganz genau unsere Gasstöße, die wir reingegeben haben in das Fahrzeug, in den einzelnen Diagrammen. Wir sehen, wie sich die Werte vom Luftmassenmesser verändert haben dabei. Die Motordrehzahl logischerweise auch. Und wer sich daran zurückerinnert, diese zwei blauen Linien, die wir hier drin sehen, sind diese sogenannten Triggerpunkte, also die Markierungen auf der Zeitachse, die ich mit diesem kurzen Drücken und diesem kurzen Pieps reingesetzt habe, um einfach zu sehen, dort kurz vorher ist der Fehler am Fahrzeug aufgetreten. Egal in welches Diagramm ich jetzt hier reinklicke, seht ihr, werden uns dann die Daten zu dieser Uhrzeit, zu diesem Zeitpunkt angezeigt. Man kann sie schön miteinander vergleichen an dem Punkt. Ich kann hier auch die Diagramme bewegen im Prinzip. Ich kann sie größer und kleiner machen, damit ich mir hier die Werte schön anschauen kann. Ich kann drin rumklicken und mir immer die entsprechenden Werte anschauen dazu. Unten links haben wir ein Diskettensymbol, können damit das Ganze dann zum Kunden zum Beispiel speichern in unser IQ Memory Speichermodul. Ich klicke hier einmal drauf. Könnte jetzt hier nochmal ein Kennzeichen eingeben oder wie vorhin schon mal getan, dann auch eben ABC. Speichere es darüber direkt einmal ab. Das Fahrzeug ist ja schon mal mit drin, war von der Live-Session her vorhin. Das wählen wir uns aus, packen es da direkt dazu. Und dann zeige ich euch das gerade auch nochmal kurz. Oben rechts auf das Speichermodul. Wir haben hier den Mondeo drin und sehen jetzt beide Aufzeichnungen, also die gleiche Aufzeichnung, aber in zweimal abgespeichert das Ganze. Jetzt hier nochmal der aktuelle Wert. Wir rufen es einmal auf und kommen dann wieder zur genau gleichen Darstellung, wie wir es vorhin auch hatten. Ich hoffe, das hat euch jetzt nochmal ein Stückchen weitergebracht dabei. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.